Heilwickel und äußere Anwendungen haben eine jahrhundertelange Tradition. Im zweiten Teil unserer Serie Altbewährte Hausmittel bekommt Ihre Schulte Bocholt von der Heilpraktikerin Lisa Kowalski die Wirksamkeit des Zwiebelsäckchens erläutert. Das Zwiebelsäckchen, das wendet man bei der Mittelohrentzündung an, also auch bei Ohrschmerzen. Und die Zwiebel ist ein altes Heilmittel. Die Zwiebel wirkt einmal entzündungshemmend und auch schleimlösend. Also wenn ich jetzt die Zwiebel inhaliere, dann fangen auch meine Augen an zu tränen und die Nase läuft. Und die Zwiebel wirkt auch schmerzlindernd. Und deswegen ist die Zwiebel ideal für die Mittelohrentzündung, weil sie dagegen die Entzündung hilft und auch, wenn die Kinder so starke Schmerzen haben. Das Zwiebelsäckchen ist auch schon für ganz kleine Kinder geeignet. So. Und das lindert den Schmerz, müsste innerhalb von einer Viertelstunde bis einer halben Stunde besser werden. Und so, dafür schneide ich die Zwiebel klein. Dafür brauche ich ein kleines, dünnes Baumwolltuch, zum Beispiel ein Taschentuch. Aber ich kann auch ein Stück von einem Geschirrtuch oder von einer Stoffwindel schneiden. Oder ideal sind auch Kindersocken. Eine kleine, dünne Kindersocke mit Zwiebelstückchen befüllen. Und die klein geschnittene Zwiebel, die halbe Zwiebel, kommt dann entweder in die Kindersocke oder in dieses Baumwolltuch. Das muss ich dann gut verpacken, damit die Zwiebel nicht rausfällt. Also so einrollen, dann ist es dicht und dann kommt ein Knoten drüber. Dann habe ich ein dichtes Zwiebelsäckchen, wo keine Zwiebel rausfällt. Und das Zwiebelsäckchen, das ist kühl und nicht so angenehm für die Kinder. Deswegen wird es erwärmt. Dafür nehme ich einen Topf, wo etwas heißes Wasser drin ist. Leg einen Teller drauf und dann kommt mein Zwiebelsäckchen auf den Teller und wird erwärmt. Beim Erwärmen werden nochmal die Wirkstoffe aktiviert und dann ist das Zwiebelsäckchen ganz angenehm auf der Haut. Und man könnte dann dafür auch eine Wärmeflasche benutzen zum Erwärmen? Oder? Ja, mit Wärmflasche geht's auch. Dafür würde ich dann das Zwiebelsäckchen in einen Gefrierbeutel oder in Alufolie packen und dann in eine gefüllte Wärmflasche legen und die so zusammenklappen, dass das dann in der Wärmflasche so erwärmt wird. Und dann kommt das warme Säckchen auf das Ohr des Kindes. So, hier ist jetzt meine Puppe zur Demonstration. Und das Zwiebelsäckchen, das sollte einmal über den Eingang des Ohres liegen, aber auch drumherum, dass der ganze Bereich behandelt wird. Und damit die Düfte nicht ins Auge und in die Nase ziehen, kommt noch etwas Rohwolle oder Watte. Das, was man zu Hause hat. Etwas nochmal drüber. So, und dann bleibt das Säckchen auch länger warm. Und jetzt die Mütze drauf. Bei größeren Kindern nehme ich auch ein Stirnband. Das ist angenehmer als die Mütze. So, das sieht jetzt etwas dick aus. So. Und wie tolerieren die Kinder das? Ja, die Zwiebel riecht ja nicht so angenehm und manche Kinder mögen das gar nicht gerne. Und da ist es wichtig, die Kinder davon zu überzeugen, dass es sein muss. Also die innere Einstellung, wenn ich den Wickel anlege, ist wichtig, dass ich nicht ängstlich bin und sage, oh, ob du das magst, sondern ich sage, das hilft dir jetzt, das muss sein. Und dann wenigstens 20 Minuten oder 30 Minuten, damit die Zwiebel wirken kann. Mhm. Und die andere Hälfte der Kinder, die mag das oder toleriert das ganz gut und die schlafen auch damit. Und ja, beim Schlafen ist es egal, ob die Kinder auf dem Säckchen liegen oder andersrum oder ob die wach sind mit dem Zwiebelsäckchen, das ist einfach egal.